Hallöchen, Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge von Thor. Ja, es gibt eigentlich nicht viel zu erzählen, machen wir einfach weiter. Und zwar brauchen wir viel Standard Power Core, damit wir unsere Basis auf dem Schlachtfeld endlich ein bisschen mehr ausbauen können. Da sind dann noch ein paar von den großen Baubereichen offen. Die gefüllt werden wollen. Jetzt schon ein paar Tage ehrlich gesagt nicht gespielt, deswegen muss ich kurz mal. Zwei haben wir noch. Ja. Hier muss ich kurz mal gucken. Aber sonst so, ich hoffe, ihr bleibt alle brav zu Hause. Ich muss ja immer noch arbeiten gehen. Aber wahrscheinlich ist bei uns demnächst auch Kurzarbeit angesagt. Das heißt, ich bin wahrscheinlich so 2 Stunden früher zu Hause als sonst immer. Und ja, momentan bin ich. Heute habe ich Urlaub, sag ich mal. Deswegen die Folge ist brandaktuell. Quasi während ihr sie guckt, nehme ich sie noch auf. Nee, so aktuell sind sie dann auch nicht. Aber wir haben jetzt gerade 12:19 Uhr. So zeitnah nehme ich normalerweise nie auf bei der Veröffentlichung. Und ich bin leider auch ein bisschen krank. Ich habe wieder eine Nasennebenhöhlenentzündung und diesmal ist es leider super uncool, weil ich meinen Geruchssinn komplett verloren habe. Und also wirklich komplett. Also nicht nur, wenn die Nase zu ist, sondern einfach komplett. Ich rieche nichts mehr, ich schmecke gar nichts mehr, außer süß, salzig, bitter und sauer. Halt die 4 Grundschmeckarten. Das macht mir momentan ziemlich zu schaffen und macht mir auch ziemlich viel Angst, weil es kann tatsächlich sein, dass das nicht mehr weggeht. Ich hoffe, dass das wieder kommt, wenn ich wieder gesund bin, wenn die Nasennebenhöhlenentzündung abgeklungen ist. Aber ich muss mich leider wohl auch darauf einstellen, dass das vielleicht nicht der Fall ist. Und das wäre echt ein Horror für mich, weil ich esse sehr gerne, ich koche sehr gerne. Das ist dann quasi erledigt. Aber gut, malen wir mal nicht den Teufel an die Wand. Aber darauf vorbereiten muss ich mich trotzdem. Deswegen bin ich auch momentan so ein bisschen bedrückt von der Stimmung her, weil ich sowas nicht gewohnt bin. Ich hatte schon oft Nasennebenhöhlenentzündung, aber dass es dann so massive Auswirkungen hat, hatte ich tatsächlich noch nie. Aber gut, lasst uns über was anderes sprechen. Sonst bin ich ganz traurig. Und das Schild da. Na, gucken wir mal heute, wie es läuft. Ich glaube nicht, dass wir zwangsweise heute auf Tag 100 kommen. Aber so in die Richtung sollte es schon sein. Nicht kaputt gehen, liebe Freunde. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass der Mörser länger braucht, bis er nachgeladen hat. So, war's das? Sollte. Yep. Als nächstes Ründchen können wir eine von den dicken Dingern bauen. Glaube ich. Aber man braucht 5 dafür. Machen einfach nochmal die nächste blaue Mission, weil wir 2 bauen wollen. Habe ich die eine eigentlich schon erforscht? Da war doch noch so eine letzte große Waffe. Genau, die hier, die muss ich ja noch machen. Stimmt, die muss ich noch erforschen. So,
Ja. Die Bomber tun ihren Dienst, das ist gut. Ach, das ist eine Landbrücke. Deswegen kann ich die nicht dran vorbeischießen. Diesmal muss ich mich ein bisschen auf die Kollegen hier verlassen. Weil ich kann da wegen den blöden Landbrücken und hier wegen der blöden Klippe nicht viel machen. Nicht so wirklich. So. Wenn wir ein bisschen genauer zielen, wahrscheinlich klappt das nicht. Naja, natürlich nicht. Bleibt natürlich an diesem blöden. An diesem blöden Filz hängen. Ich glaube, es hackt. Ah, gut. Unsere Bomber tun sehr gut ihren Dienst. So wie das sein soll. Ich weiß übrigens nicht, ob es mittlerweile mal ein Patch gab oder so. Aber ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Ja, schön. Und dann kann ich den vielleicht auch kaputt machen. Nee. Der geht nicht kaputt. Das soll es eigentlich gewesen sein. Nee, doch nicht. Ui. Okay, jetzt kann ich auch arbeiten. Okay, die Panzer werden super weit hinten abgesetzt, deswegen kann ich da gar nicht großartig intervenieren. Ich kümmere mich mal um die Panzer. Ich versuche es zumindest. Und das Schild down. Nicht kaputt gehen, liebe Freunde. So. Hier schön Mörser hin. Keine Chance. Warum kann ich eigentlich immer nur noch einen Mörser schießen? Was ist denn da los? Haben die das doch zurecht gepatcht? Nee, zwei kann ich schießen. Ich konnte doch drei schießen. Ich bin äußerst verwirrt. Nö, aber wir haben gut Stand gehalten. Das können wir ab. So, jetzt müssen wir das erforschen. Ich hoffe, dass ich alle Ressourcen dafür habe. Ehrlich gesagt, keine Ahnung, was wir dafür brauchen. Nein, nicht Forge. Research. Ah, ich brauche 5 gelbe und wir haben nur 4. Blöd. Dann machen wir hier nochmal eine Invasion. Und hier gibt es, glaube ich, auch kaum Hindernisse, außer halt diese komischen Säulen. Die machen wir jetzt einfach gleich direkt am Anfang mal weg. So. Einfach einmal ein bisschen rumdrehen. Nee, so ist nicht gut. Sehr schön. Ich möchte so viel sehen wie möglich vom Schlachtfeld. So. Vielleicht zwischendurch mal hier unsere Kryo-Pfeile benutzen. Upf.
flip, 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 flip. Aber so richtig bringen tun die halt echt nix. Ich glaube, die haben wirklich den Mörser zurecht gepatcht, weil es dauert ewig, bis der nachgeladen hat. Jetzt noch ein paar Säulen wegmachen. Der hat gesessen. So, Flugzeug ist down. Stürzt er vielleicht in die Gegnermassen? Ah, nicht ganz. Von da unten habe ich Ruhe. Oh, da geht einer bald drauf. Da ist schon einer leicht angerötet. Bodentruppen sind echt kein Problem momentan. Läuft. Oh, das gefällt mir nicht. Aber gut. Dürfte eh die letzte Welle gewesen sein. Passt also. Gut, wir können es erforschen. Und dann können wir es bauen. Sehr schön. Genug Geld haben wir eh gesammelt. Und das ist einfach nur, um die Lebensenergie zu erhöhen. Das brauchen wir jetzt gerade nicht. Ich glaube, ich kann eh nur einen bauen, ne? Ich kann nur einen bauen, die sind super teuer, die Dinger. Ich glaube 1000 pro Stück. Und dann schauen wir mal, was das Ding kann. Sind die jetzt eigentlich alle wieder repariert? Ja. Oh, da hat es tatsächlich einen zerrupft. Egal. Ah, siehst du, kostet 1000. So, da will ich jetzt aber auch sehen, dass das Ding was reißt. Was bauen wir hier hin? Das ist so eine Ranger. Ich achte jetzt mal speziell darauf, wo das Ding hinfeuert. Beziehungsweise feuert es überhaupt irgendwo hin. Irgendwie überhaupt nichts. Vielleicht sind die Gegner zu schnell Matsch. Ah, okay, das Grüne. Also immer, wenn wir jetzt irgendwo eine grüne Feuerblume sehen, haut das Ding zu. Ja, das hat voll was gebracht, da hinten zu schießen. Ja, gut. Das ist jetzt nicht so gefährlich. Nee. So gar nicht. Hellrock. Overlord. Wir sind bei Tag 75. Okay. Das bedeutet, der kommt doch schon früher. Um Gottes Willen.
Elrock, ja, das ist super G-Kenner. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe eigentlich gedacht, da kommt Takunda erst wieder. Was natürlich frech ist. Meine Planung ist damit vollkommen für die Füße. Scheiße, und ich kann das Ding nicht bauen, weil das 3 Lila Dinger kosten. Das Board 2 Lila Dinger. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Ist halt echt bitterbös, wie viel Punkte das Ding an Schaden frisst. Gut. Dann versuchen wir es halt hier mal ein bisschen mit achso. Sehr schön. Boah, diesmal vielleicht. Gut, diesmal haben wir auch eine ganz andere Bewaffnung, muss man einfach sagen. Zehntausend Punkte haben wir schon runter. Ja, ich glaube, die Mörser bringen da nicht so viel. Ich versuch's mal mit dem hier, mit den Cleavern. Boah, die machen aber mega lange zum Nachladen. Boah, 25.000 haben wir runter. Nee, damit bin ich nicht so ganz d'accord mit der Waffe. Versuchen wir es mal damit. Alle drauf. Und da ist das Schild down. Vierzigtausend. Okay, wow. Warum baut er gerade mit einer Affengeschwindigkeit ein Schild auf? Das finde ich nicht so gut. Ach so, weil jetzt die Minions kommen. Verstanden. So, das heißt, wir ändern wieder auf den Plasma-Mortar. Weiß nicht, ob es jetzt überhaupt Sinn macht, den Schild kaputt zu schießen. Oder ob das von alleine wieder weggeht. Ich habe keine Ahnung. Boah, ey, das kannst du doch überhaupt nicht schaffen. Vor allem, ich investiere ja immer meine ganze Kohle. Also ich könnte ja jetzt nicht noch mehr ausgeben, um das Ganze irgendwie um die Gebäude verbessern zu können mit Lebenspunkten. Weil ich habe ja schon immer meine ganze Kohle ausgegeben. Ja, die ersten fallen wahrscheinlich demnächst schon. So, einfach zwischendurch immer mal die Fähigkeiten benutzen. Ich habe keine Ahnung, was sie überhaupt bringen. Vor allem dieses Leuchtfeuer sagt mir halt überhaupt nichts. Vor allem es bringt mir halt nichts, dass die da hinten rumstehen, die Leute. Nix, gar nichts. Einzielen, immer hinzielen. Die ersten Türme sind schon da niedergestreckt. Problem ist, ich kann sie ja überhaupt nicht nachbauen während der Schlacht. Kacke. Ist halt echt, schieße ich aufs Schild oder schieße ich auf die Minions?
entscheide mich jetzt mal fürs Schild. Alles, was ich habe, aufs Schild drauf. Zwischendurch immer mal diese komische Zeit-Loop-Geschichte drauf, damit ich einfach mehr Zeit habe. Aber das wird nie und nimmer lang. Oh krass, mein Schild ist wieder da. Konnte denn damit rechnen? Ach, siehst du mal. Guck mal. Oh oh, das ist gar nicht gut. Alter, das ist doch ein Witz. Er hat einmal mit seiner Hauptkanone drauf geschossen und dann war Feierabend. Aber wir sind deutlich weiter gekommen als beim ersten Angriff von dem. Was dazu führen könnte, dass wir auf Tag 100 vielleicht tatsächlich die Chance haben, dazu bestehen. Das bedeutet aber im Umkehrschluss auch, dass wir komplett unser Geld nutzen müssen zum Ausbau von den Einheiten. So, ein Ründchen mache ich noch und dann ist gut für heute. Muss das Ganze ja noch hochladen. Aufgrund der Drosselung der Corona-Krise. Aufgrund der Drosselung des Internets wegen der Corona-Krise, was bei also Streaming-Portale angeht, wie YouTube eben halt auch eins ist. Ist es momentan halt leider so, dass meine Uploads mega lang dauern. Aber das, ja, gut. Ist halt so. Das ist quasi mein Teil, den ich dazu beitrage. Bleibe zu Hause und stelle meine Ansprüche hinten an. Deswegen muss ich jetzt gleich hochladen, sonst kriege ich ein Problem. Zeitlich. War es das schon? Aber immerhin, unsere Basis steht wieder komplett. Und es war nicht so teuer, wie ich erwartet habe. Vor allem kann ich jetzt die ganze Kohle nehmen, die ich bekomme, und halt in Upgrades investieren. Und dann sollte eigentlich Tag 100 kein Problem mehr sein. Hoffe ich. Damit. Ach, der ist noch eins. Das war's. Nee, doch nicht. Und wirkliche Herausforderungen sind die jetzt auch nicht. Also die Grüne puncht schon ordentlich. Die kommen viel zu weit hinten. Wie soll ich die denn abschießen? Der Bomber muss weg. Der macht halt immer so dermaßen viel Schaden, wenn der durchs Schild durchfällt. Kackdinger da. Und jetzt sehe ich gerade. Ja, wow, Lukas. Ich bin noch mit Seras zum Aufnehmen verabredet. Ey, der hat so ein schlechtes Zeitgefühl, das ist unfassbar. Wir haben vorhin gesprochen, ja, er ist in 30 bis 45 Minuten da. Kurz danach habe ich angefangen,
aufzunehmen. Und wir haben jetzt 24 Minuten. Also nicht mal ansatzweise in dem Zeitraum, den ihr mir gesagt habt. Aber naja, was soll man machen? Was soll man machen? Jetzt einen Moment warten. Ich finde es übrigens schade, dass man das Spiel nicht zu zweit spielen kann. Fände ich irgendwie cool. Einfach zwei kleine Basen nebeneinander, alles ein bisschen mehr rausgezoomt, wäre doch überhaupt kein Problem. Vielleicht kommt es ja noch. Oder irgendwie zusammen eine Basis aufbauen oder so. Ich könnte mir da sehr viel vorstellen. So, schnell in die Forschung noch rein. Ein bisschen Geld rausprügeln. Ranger Droids, wer bekommt Geld? Ja gut, die sind schon total aufgemodelt. Every Guardian bekommt ein Schild. So, die ganzen Minions, die werden einfach jetzt alle ein bisschen stärker gemacht. Alles wird stärker gemacht. Es muss im Endeffekt am Ende einfach alles blau sein, das ist gut. Wenn wir das erreicht haben, bin ich zufrieden. Schön die Kohle raushauen. Und jetzt sind wir arm. Aber hier, guck mal, alles blau. Das ist doch super. Und damit würde ich sagen, war es das für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir haben es leider nicht geschafft, den Overlord zu besiegen, aber das kommt noch. Macht's gut. Tschüssi.